Willkommen zu einem weiteren Part der Mario Kart 8 Deluxe Online News. Ja, es ist leider so, dass sie heute mal ein bisschen später kam, aber ich möchte heute über ein Thema reden, was ein bisschen mehr Zeit beansprucht und ich hatte gestern leider am Sonntag nicht so viel Zeit. Deswegen besprechen wir das alles heute. Aber erstmal kommen wir zu den Kanal-News, zu den Channel-News. Wir haben letzte Woche, was ganz, ganz wichtig ist, wir haben letzte Woche Kirby Star Allies abgeschlossen. Mit 17 Parts ist das Projekt jetzt zu Ende gegangen und ihr habt ja meine Meinung gehört im letzten Part. Falls euch das Projekt interessiert, schaut in die Beschreibung, da ist die Playlist von Kirby Star Allies drin und auch dementsprechend das Finale. Also, falls es euch interessiert, schaut einfach vorbei. Letzte Woche ist ebenso nochmal Splatoon 2 Octo Expansion bis zum vierten Part gekommen. Und es sind zwei Streams gekommen. Der eine, das ist der Fortnite-Stream, ihr wisst ja. Es kam was Neues raus bei Fortnite und ich werde wahrscheinlich häufiger, wenn etwas Neues rauskommt bei Fortnite, werde ich es auch direkt versuchen zu streamen, falls ich die Zeit finde. Und es kam auch noch ein weiterer Stream und zwar Donkey Kong Country Tropical Freeze, der siebte Livestream-Part. Und ja, es geht auf jeden Fall jetzt regelmäßiger weiter mit diesem Projekt. Einfach weil ich es fertig bekommen möchte und es mir auch übelst Spaß macht. Deswegen habe ich das mal wieder als ein kleines Stream-Projekt aufgefasst und habe es einfach weitergeführt und einen Stream daraus gemacht. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Hauptthema dieses Videos. Es geht nämlich um den Themenvorschlag, den der liebe Grantismus im letzten Part der Mario Kart 8 Deluxe Online News unter das Video geschrieben hat. Und es geht darum, was ich von dem Artikel 13 halte. Also der Artikel 13 besagt, dass beispielsweise Online-Plattformen wie YouTube einen eigenen Upload-Filter einbauen müssen und auch die Pflicht dazu haben, diesen anzuwenden. Es gibt ja in Videos urheberrechtlich geschützte Inhalte und die sollen somit ja einfach geschützt werden, dass sie nicht irgendwie missbraucht werden und für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Das hat nun aber leider jetzt zur Folge, dass dadurch unsere Internetnutzung einfach eingeschränkt ist. Wir dürfen nicht mehr irgendwelche Ausschnitte von anderen Videos, von anderen Spielen, so beispielsweise bei mir jetzt als Let's Player, könnte ich vielleicht auch irgendwann kein Gameplay mehr benutzen von irgendwelchen Spielen, weil einfach dieser Upload-Filter das Ganze wegstrikt oder auch einfach entfernt und das ganze Video dann so gesehen offline nimmt. Am Ende müssen wir jetzt halt gucken, ob nicht ein wenig zu viel Trara, ein bisschen Panik ausgebrochen ist wegen dieses Gesetzesentwurfs. Und ob es überhaupt so weit kommen wird, ob das durchgesetzt ist. Falls ihr irgendwie dagegen stimmen wollt und eure Stimme halt benutzen wollt, dann könnt ihr einfach mal in die Beschreibung gucken. Ich habe einen Link zu einer Petition in die Beschreibung gepackt. Da könnt ihr einfach euren Namen eintragen, eine Unterschrift eintragen und dann könnt ihr eine Stimme abgeben. Es sind schon über 400.000 Stimmen da und es müssen 500.000 eingetragen werden. Also jede Stimme zählt. Tragt euch da ein. Ich habe es auch schon gemacht und vielleicht schaffen wir es ja, das Internet so zu behalten, wie es jetzt ist. Und dann können wir so gesehen unser Internet noch retten. Also schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem Artikel 13 in die Kommentare. Wäre ganz schön. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lassen würdet. Und wir sehen uns im nächsten Part der Mario Kart 8 Deluxe Online News. Bis dann. Und ciao.